Immer mehr Wölfe streifen durch die Wälder. Vereinzelt sogar durch Ortschaften. Lina, bleib mal hier. Alter, das ist ein Wolf. Cool. Nee, das ist nicht cool. Nimmst du das an? Ja. Kaum ein Tag vergeht ohne Meldungen von Rissen. Der Aufwand für Viehzüchter, ihre Tiere zu schützen, wird immer größer. Die Wolfspopulation in Europa wächst, auch in der Schweiz. Hirtin Lorena Ritter hütet über den Sommer 125 Kühe auf der Alp, den Bergweiden. Eine alte Tradition in der Bergwelt. Doch dieses Mal ist alles anders. Also ich meine, wenn man aus der Hüttentüre kommt, morgens verschlafen und 20 Meter das ganze Rudel durchsteht und ein Riesenwolf, vor allem der Leitrüde, ist sehr, sehr groß. Ich glaube, da wird es jedem bange. In dieser Bergwelt im schweizerischen Kanton St. Gallen ist Lorena Ritter groß geworden. Den Hirtenalltag auf den Bergweiden kennt sie von klein auf. Asko! Fuß! Als Kind hat sie bereits ihren Eltern beim Bewirtschaften der Alpwiesen geholfen. Jetzt, diesen Sommer, ist sie allein als Hirtin mit ihrem Hund Asko und 125 Rindern auf der dreistaffligen Alp Schreia von Juli bis Oktober. So zumindest der Plan. Das Leben als Älplerin ist für die 21-Jährige ein Traum. Herzblut. Zwar ein harter Job, anstrengend, weg von Freunden und Familie, aber mittendrin in scheinbar schönster Heidi-Idylle. Also morgens wache ich auf und dann gehe ich zu den Kühen. Ich habe momentan zwei Herden. Dann schaue ich, ob es den Tieren gut geht. Schaue, was sie so machen, kontrolliere die Zäune und beobachte das Allgemeinbefinden. Danach gehe ich weiter, bereite neue Weiden vor, stelle Zäune auf und baue welche wieder ab. Und danach am Abend mache ich nochmal dieselbe Routinekontrolle. Die Kontrolle hat sie in dieser Saison ausweiten müssen. Denn schon kurz nachdem sich Lorena und die Kühe Anfang Juli auf der Alp einquartiert haben, mussten sie feststellen, sie sind hier oben nicht alleine. Der Wolf ist auch da. Also ich weiß nicht, ob die jetzt gerade hier sind, aber die sind hier präsent, auf jeden Fall. Also dass vielleicht den Abend oder vielleicht vor einer Stunde, vielleicht auch jetzt, das weiß ich nicht so genau. Ich denke, wenn sie hier jetzt wären, dann würde Asko bellen und seine Nackenhaare stellen. Aber es deutet darauf hin, dass sie sicher hier präsent sind. Eigentlich wäre Lorena mit ihren Tieren jetzt eine Alp höher, beim Obersetz Tristeli auf 2000 Meter Höhe. Eine Alp am Rande der Baumgrenze. Doch schon wenige Tage, nachdem sie dort im Juli mit den Rindern ankam, ging es los mit den Wolfsbegegnungen. Seitdem ist auch ihr Hund Asko wie verändert. Also der Asko, der hat diese ganze Wolfsproblematik hier oben mitbekommen. Und deshalb hat er auch Angst. Man merkt es auch, der zieht den Schwanz ein. Und geht sehr geduckt. Auch bleibt er meistens in der Nähe und platziert sich. Er ist sonst sehr lebhaft unterwegs. Das ist, weil der hier den Wölfen mehrmals begegnet ist. Und auch, weil ich ihn die ganze Zeit platziere, weil der nicht mehr als 100 Meter von mir weg darf. In diesem Gebiet, weil er der direkte Feind der Welpen ist und sonst von den Elterntieren gerissen werden würde. Die Bergwelt hat sich verändert. Gletscher schmelzen weg und ein Wolfsrudel mit mehreren Welpen hat diese Region zu seinem Territorium gemacht. Die Alp, auf der seit Generationen Älpler ihre Viehherden über die Sommermonate halten, ist nun ein Risikogebiet geworden. Auch jetzt findet Lorena Spuren. Ja, also es ist ein gerissenes Gamskitz. Der Asko, der hat es gefunden und hat dann Bescheid gesagt. Man kann sehen. War noch ein kleines und man kann auch sehen, wie nah das an der Hütte ist. Also das zeigt uns wieder, dass die Wölfe sich wirklich neben der Hütte aufhalten und
ihr offenbar auch ihre Nahrung zu sich nehmen. Eigentlich wollte Lorena hier oben bleiben, bis ihre Rinder die Wiesen bestoßen, also abgeweidet haben. Es kommt anders. Hier oben bin ich normalerweise 4 bis 5 Wochen, weil die Weiden hier oben auch bestoßen werden müssen. Und da ich diese Wolfsproblematik hier hatte, das heißt, die Wölfe waren wirklich um die Hütte herum, haben mich beobachtet, standen 15 Meter vor mir, haben meine Herde angegriffen. Und aus diesem Grund mussten wir mit den Tieren in tiefer gelegene Weiden fliehen. Ups, wir verschoben wurden. Doch zuvor versucht Lorena mit ihrem Handy einige Begegnungen festzuhalten. Die Lage wird immer brisanter. Angefangen hat es mit dieser Situation, als ich morgens aus der Türe kam, morgens um 6 mit dem Pyjama. Und dann sah ich hier die ganze Wolfsfamilie. Also die standen wirklich 1:1 hier. Das ist keine Distanz, ich meine, das sind 20 Meter. Und dann die Tage darauf, da hinten ist meine Toilette. Da bin ich am Morgen auf die Toilette gegangen. Und der Wolfsrüde stand 15 Meter von mir entfernt und hat mich angesehen. Zuerst bin ich ihnen immer nachgerannt und habe geschrien mit dem Stock. Irgendwann haben sie sich dann nicht mehr erschrecken lassen und sind dann nur noch stehen geblieben. Der Wolfsrüde zum Beispiel, der stand auch einfach nur noch dort und hat mich dumm angesehen. Auch sieht man hier oben die Felsen und dort war ich einmal auf der Viehkontrolle und der Wolf stand 100 Meter oder das ganze Rudel stand über uns und der Leitrüde hat uns dann angehöhlt, mich und mein Vieh. Der Wolf am Hühlen ober meiner Herde. Mindestens 32 Wolfsrudel soll es mittlerweile in der Schweiz geben, mit mindestens 300 Tieren. Die Konflikte wachsen. Asko! So, ich bin sehr erschrocken und wusste dann zuerst auch nicht, was ich machen sollte. Mir hat man immer gesagt, schreie und renne ihm nach, sodass er sich vertreiben lässt. Ich denke, jede Person, die das so erlebt, wie ich es erlebt habe, die denkt anders darüber nach. Und es ist eine spezielle Ausnahmesituation. Und mir konnte auch niemand garantieren, dass nichts passiert. Aus Sicht der Naturschützer ist die Rückkehr der Wölfe ein großer Erfolg. In Deutschland galten sie über 150 Jahre lang als ausgerottet. Seit dem Jahr 2000 aber erobern sie sich Stück für Stück alte Lebensräume zurück. Letzte Monitoring-Zahlen schätzen ihren Bestand auf mindestens 184 Rudel, mindestens 1400 Tiere. Mittlerweile vergeht kaum ein Tag, ohne dass es Meldungen von Wolfsrissen gibt. Viele Weidetierhalter sind verzweifelt, fordern rigorosen Abschuss, mehr Unterstützung durch den Staat. Niedersachsen ist besonders von der Wolfsproblematik betroffen. Das Bundesland will sich beim Bund und der EU für ein regional unterschiedliches Wolfsmanagement einsetzen. Danach soll der Wolf nicht wieder ausgerottet werden, doch Nutztierhalter sollen mehr Unterstützung erhalten. Das findet Schäfer Karl Gustav Laser gut. Er beklagt aber auch, dass der Mensch an vielen Verlusten mitschuldig sei. Ganz ehrlich, werden sie eigentlich eher vom Menschen bedroht. Wir haben schon sehr viele Verluste gehabt, wo Menschen sich meinen, hier Schafe abends von der Wiese zu holen oder sie gleich hier vor Ort zu schlachten. Oder wir haben ganz häufig Probleme, wenn ich in der Heide hüten gehe. Dann gibt es halt Leute, die meinen, in einem Naturschutzgebiet ihre Hunde nicht anleihen zu müssen. Und es sind mir schon mehrere Schafe vor meinen Augen totgebissen worden oder totgehetzt worden. Und das finde ich viel schlimmer als die Thematik mit dem Wolf. Denn da kann ich mich gegen schützen, bestmöglich, nicht zu 100%. Schäfer Laser hält seine Tiere im Naturschutzgebiet Gifhorner Heide. Sorgt so mit für den Erhalt dieses besonderen Naturgebietes. Er hält hier eine Koexistenz mit den Wölfen für möglich.
Ich bin nicht gegen den Abschuss vom Wolf. Ich finde eine Regulierung, wenn es so weit ist, dass wir sagen können, okay, wir haben jetzt das Level erfüllt, was unsere Kultur-Naturlandschaft hier vertragen kann, dann habe ich nichts gegen eine Bejagung des Wolfes. Aber das muss sinnvoll sein und nicht, man schießt den Wolf, weil er irgendwo Schafe oder andere Nutztiere gerissen hat und die Einzäunung war nicht in Ordnung. Dann ist es nicht Fehler des Wolfes, sondern es ist Fehler des Menschen. Und das Land Niedersachsen versetzt uns Tierhalter, zumindest die Schafhalter, in eine sehr gute Situation. Das heißt, wir kriegen den Zaun bezahlt zu 100%. Den Zaun musste ich mir früher alleine kaufen. Das Land stellt Ausgleichszahlungen für gerissene Tiere zur Verfügung und fördert nun Herdenschutzmaßnahmen wie den Bau spezieller Schutzzäune. Heute bekommt Schäfer-Laser hier an dieser Weide einen solchen Spezialzaun. Der wird installiert vom Herdenschutzprojekt der Naturschutzorganisation NABU, die mit dem Land zusammenarbeitet. Peter Schütte ist der Projektleiter. Das ist die Königsdisziplin, das wirklich vernünftig, schön und haltbar hinzukriegen. Der Zaun soll ja 20, 25 Jahre halten. Das muss man ein paar Mal gemacht haben, bevor das vernünftig aussieht und auch gut hält. Und dann auch die Arbeitsabläufe, was einfach schnell und effektiv geht, wie man die Feder hier reinmacht, wie man dann den Draht zieht. Das ist immer gut, wenn man, wie bei allem im Leben, wenn man dann eine gewisse Routine hat, dann geht es nämlich auch relativ schnell. Und für viele ist das erstmal, oh Gott, wo fange ich denn an, wie mache ich denn das? Und das ist einfach, weil man sich damit bisher noch nicht beschäftigt hat. Beim Herdenschutzprojekt arbeiten viele Freiwillige mit. Sie haben viel zu tun, denn die Nachfrage nach Schutzzäunen gegen Wölfe ist gewaltig angestiegen. Für die Naturschutzorganisation ist das der richtige Weg, um gegen die Angriffe der Wölfe gewappnet zu sein. Sie sind froh, dass Deutschland bereits vor Jahren den Wolf unter gesetzlichen Schutz gestellt hat. Von einem rigorosen Abschuss oder einer Begrenzung der Zahl der Raubtiere hält Peter Schütte nichts. Was machen wir denn, wenn wir es zum Beispiel auf 400 Wölfe reguliert haben? Der Tierhalter macht keinen Herdenschutz, dann können ja auch die 400 Wölfe die Schafe reißen. Das macht ja keinen Unterschied. In einem Gebiet, wo ein Territorium ist, werden es ja nicht mehr Wölfe. Es werden mehr Territorien. Aber hier, wo wir uns gerade befinden, ist ein Territorium, ein Rudel und das bleibt ja hier. Und wenn wir dann irgendwo anders Wölfe wegnehmen, bringt das ja nichts. Und wenn es zwei Wölfe sind oder fünf Wölfe, wenn die Schafe nicht geschützt sind oder die Weidetiere, können ja trotzdem Tiere gerissen werden. Hier wollen sie den Schafen einen bestmöglichen Schutz bieten. Aber ansonsten, das ist echt, das muss ich einfach auch nochmal sagen. Im Prinzip hast du das super gemacht und das ist ganz oft nicht der Fall. Die Zauntrasse ist super vorgearbeitet, sauber, eben. Weil wir wollen ja die 20 cm haben, dass der Wolf da gar nicht erst irgendwie anfängt zu schnüffeln, zu krabbeln. 1,20 Meter hohe Zäune mit 5 Drähten, die mindestens 8000 Volt Spannung führen. 26. So sind die Tiere hier vor Wolfsattacken gut geschützt, glauben sie. Es gibt ja häufig Übergriffe, da sind die Tiere überhaupt nicht geschützt. Das wird aber nirgends in der Presse breitgetreten. Dann steht da vielleicht, ja, ein Zaun war vorhanden. Aber dieser Zaun hat vielleicht überhaupt nicht gar keine Funktion, was wolfsabweisend betrifft. Das steht dann da aber nicht unbedingt. Und deswegen glaube ich, dass wenn man diesen Herdenschutz, diesen aktiven Herdenschutz einfach noch besser betreibt, kann Niedersachsen durchaus noch mehr Wölfe vertragen. Diese Ansicht teilen hier allerdings nicht viele Viehhalter. Atemberaubend die Kulisse, anstrengend das Terrain. Weideland für 800 Schafe in etwa 2000 Meter Höhe im Kanton Wallis in der Schweiz. Eine Herde spezieller Schafe, die sogar vom Aussterben bedroht sind, die hütet hier die Hirtin Stefanie Scherer zusammen mit einer Kollegin. Das Engadiner Schaf ist ein uraltes Schweizer Schaf aus dem Kanton Graubünden, aus dem Engadin, wie es
so heißt. Und es ist ein absolut perfektes Bergschaf. Es ist ein super fruchtbares Schaf, hat super Muttereigenschaften, ist auch sehr menschen- oder kann sehr menschenbezogen sein, ja. Seit vielen Jahren schon geht Stefanie ihrem Beruf als Schafhirtin nach. Leidenschaft pur, für sie der beste Job überhaupt. Aber auch ein Beruf, der sich mit dem Ausbreiten der Wölfe verändert hat. Im Kanton Wallis, so schätzen Experten, streifen rund 120 Wölfe durch die Bergwelt. Auch hier gibt es viele Risse und Probleme. Deshalb sind Steffi und ihre Kollegin besonders wachsam und setzen auch auf zusätzlichen Herdenschutz durch Hunde. Spezielle Hunde. Pyrenäen-Berghunde. Vier dieser gemütlich aussehenden Hunde traben immer mit den Schafen mit. Das sind unsere Herdenschutzhunde. Die sind immer mit den Schafen. Die verlassen die Herde eigentlich nie. Und sie beschützen unsere Schafe gegenüber Raubtieren, aber auch, ja, aber auch gegen all, was ihnen jetzt nicht so etwas suspekt und komisch vorkommt, ja. Und dann können sie auch richtig aggressiv werden. Deshalb sind hier in der Region, wo es viele Wanderwege und ein Skigebiet gibt, auch Warntafeln aufgestellt. Sie sollen Wanderer darauf hinweisen, lieber einen Bogen um die Schafe und die Hunde zu machen. Die Warntafeln sind unbedingt notwendig, sagt Steffi, damit der Wanderer vorgewarnt ist. Damit er weiß, wie er sich am besten zu verhalten hat, wenn er auf Herdenschutzhunde trifft. Bei uns auf der Alp machen wir es so, dass immer wer von uns auf dem Wanderweg ist, weil wir haben einige erlebt, die sehr Angst haben, allgemein vor Hunden, aber auch schon gebissen wurden durch Herdenschutzhunde. Und da haben wir sie über den Weg begleitet, wenn die Herde nahe oder um den Wanderweg war. Ein Tag auf den Weiden geht zu Ende. Die Hirtinnen müssen nun die Herde zu ihrer Berghütte treiben, wo sie die Nacht in einem gesicherten Pferch verbringen müssen. Ansonsten wären sie zu leichte Beute für die Wölfe. Jeden Tag das gleiche Programm. Morgens hoch auf die Weiden, zum Abend dann hinunter zur Hütte. Ankunft im Pferch. Es sind offensichtlich alle Tiere da. Und hier sind sie sicher? Ja, ziemlich sicher. Ja. Da kommt dann ziemlich Saft drauf. Und dann kann kein Wolf mehr durch. Nein, und wenn er durchkommt, haben wir dafür die Hunde. Ah, da geht dann richtig die Post ab. Es ist spät geworden, das Wetter ungemütlich. Aber Pause gibt es für Stefanie erst, wenn alle Tiere versorgt sind. Unter mehr. Wir haben alle im Pferch. Wir haben in dem Sinne keine Verletzten, weil zwischendurch sind sie halt schon ziemlich steil bergunter gerannt. Und ja, kann man nichts sagen. Wieder einen Tag geschafft. Jetzt noch 8000 Volt auf den Schutzzaun geben und dann ist auch für Steffi Feierabend. In der Ostschweiz, im Kanton St. Gallen, macht sich Hirtin Lorena Ritter auf, um an einen Ort zu gehen, von dem aus sie über den Sommer mehrmals das Wolfsrudel beobachtet hat.
Am Wolfsbau, da wo das Rudel dieses Jahr Nachwuchs bekommen hat. Lorena beobachtete aus sicherer Distanz. Ja, also Lieblingsplatz kann man den nicht nennen. Aber ich saß viel hier und habe die Wölfe beobachtet, also die Wolfswelpen. Weil da unten sieht man den Bau. Und da hab ich mit dem Fernglas die Jungen spielen und essen gesehen. Also ich habe immer 5 gesehen, manchmal auch nur 2, 3. Schlussendlich ist aber rausgekommen, dass es 6 sind. Inzwischen hat sich die ganze Meute vom Wolfsbau entfernt. Die Jungtiere erkunden mit den alten Wölfen das Territorium. Abends in der Hütte, in die Lorena gezogen ist, nach den vielen Wolfsbegegnungen weiter oben. Zeit für ihre täglichen Aufzeichnungen. Das ist das Weidejournal. Das heißt, hier schreibe ich jeweils auf, an welchem Tag die Herden in welcher Weide ist, wie das Wetter ist, wie viele Tage ich habe und alles, was mir so auffällt. Wie zum Beispiel heute habe ich aufgeschrieben, dass ich ein gerissenes Gamskitz neben der Tristelhütte gefunden habe. Auch die ganzen Sachen oder Dinge, Vorfälle mit dem Wolf habe ich hier notiert. Also alles, was rot ist, wurde hier hat mit dem Wolf zu tun. Lorena ist sehr naturverbunden und findet, Wölfe sind beeindruckende Tiere. Eigentlich finde ich den Wolf ein sehr schönes Tier. Es war auch lange mein Lieblingstier. Ich finde ihn auch jetzt noch nicht magisch, aber sehr königlich. Das Problem ist einfach, dass er hier keinen Platz hat und dass er für mich und für meine Tiere eine Bedrohung darstellt. Da muss ich erwähnen, ich bin nicht für die Ausrottung der Wölfe, aber ich finde, die Wölfe haben die Angst verloren, die Wölfe wissen nicht mehr, wo die Grenzen sind und dies muss man ihnen einfach auch wieder aufzeigen. Man muss sie regulieren, weil es eindeutig zu viele hat und vor allem muss man die Problemwölfe auf erster Linie aus den Rudeln nehmen. Wir haben viele Herdenschutzprogramme am Laufen, vor allem bei den Schafen und Ziegen auch mit Herdenschutzhunden. Das Problem ist einfach, das hat man vor 2 Tagen gesehen, auf einer Alp in einem Nachbartal, also ist nicht mal so nah, hatten die Herdenschutzhunde. Schlussendlich sind die Herdenschutzhunde bei mir in meiner Herde gestanden und das Problem war, dass meine Tiere durch die Wolfsattacken große Angst vor den Schutzhunden haben, weil das auch so große Tiere sind und die dann vor lauter Panik durchgebrannt sind und ich die einen halben Tag lang nicht beruhigen konnte. Später Abend. Kaum Zeit für Erholung. Lorena geht jede Stunde vor die Hütte, um zu lauschen. Hören, ob alles in Ordnung ist. Man sieht nichts. Aber Lorena hört immer, wenn es etwas Verdächtiges gibt. Eigentlich höre ich nicht so viel heute. Das ist ein gutes Zeichen. Ich höre einige Rinder wieder krähen. Das ist auch ein gutes Zeichen. Viele sind am Liegen. Ich höre, dass die Jüngeren ein bisschen oben sind und die Ehringer Kühe unten. Und eine Ehringer Kuh, die steht auch. Das ist das Graufi Felis und die steht meistens. Also das ist auch normal. Und sie hat sich gerade gekratzt. Jetzt kann ich beruhigt weiterschlafen bis zur nächsten Stunde und dann um 1 Uhr und um 3 Uhr gehe ich dann mit der Taschenlampe hinunter in die Tiere rein und schaue, ob alles okay ist. Der nächste Morgen nach einer ruhigen Nacht, aber doch einer Nacht mit wenig Schlaf. So ist das die ganze Zeit seit den Wolfsbegegnungen. Und Lorena fragt sich, wie lange sie als Hirtin weitermachen will. Sie sieht angesichts der Wolfsproblematik große Schwierigkeiten auf die Schweizer Weidewirtschaft zukommen. Die Tradition der Elbler sei in Gefahr. Die Bauern geben ihre Tiere nicht mehr auf die Alp. Das heißt, sie müssen dann reduzieren, sie können weniger Tiere haben. Andererseits aber auch die Alp, die Elbler.
Das heißt, das Altpersonal, auch das gibt auf, weil es einfach eine zu große Belastung ist. Also das heißt, wir werden in Zukunft sicherlich Schwierigkeiten damit haben, Altpersonal zu finden, aber auch Vieh, um die Alpen richtig zu bestoßen. Und dies führt dann wieder zu Verbuschung oder zu erhöhtem Lawinenrisiko. Es hat ganz viele nachfolgende Faktoren, die zu Problemen werden können. Es ist ein gefährlicheres und aufwendigeres Leben geworden hier oben. Lorena hat zusammen mit dem Kuhbesitzer entschieden, die Alpsaison vorzeitig zu beenden. Die Situation ist ihnen zu heikel geworden, denn auch aus den Nachbartälern gab es in den letzten Tagen Meldungen von Wolfsrissen. Heute wird sie schon einen Teil der Kuhherde ins Tal führen. Dort wollen sich im Herbst Wolfsgeschädigte treffen, um eine Bilanz der schwierigen Saison zu ziehen. Der Wolf erhitzt die Gemüter. Nicht nur Lorena, auch viele andere hatten im Sommer Probleme mit den Wölfen. Auch Matthias Rüesch vom St. Gallener Bauernverband beschäftigt die Situation. Wir haben ein Bestandesmanagement beim Hirsch, wir haben Bestandesmanagement beim Steinbock, bei den Gämsen, bei vier verschiedensten Tierarten. Und wenn wir das schaffen, dass wir das beim Wolf auch tun können und dass wir den Bestand auf ein erträgliches Maß reduzieren können und vor allem auch den Wölfen so beibringen können, dass sie nichts verloren haben bei den Nutztieren, dann kann sich vielleicht eine Entspannung einstellen. Wenn die Situation sich nicht ändert und wenn man versucht, den Wolfsbestand künstlich hochzuhalten und einfach alle Bedürfnisse der ländlichen Bevölkerung ignoriert, dann wird die Situation weiter eskalieren. Zum Treffen kommt Lorena mit ihrer Mutter. Die Gruppe will alle Vorfälle der letzten Wochen aus dieser Region zu Papier bringen und Forderungen an die Politik formulieren. Yvonne Banwart, die Sprecherin, will diese Botschaft den Verantwortlichen weitergeben. Also wir hatten bis 30.06. hatten wir über 1,5 Dutzend Risse im Weißdannental. Dann am 4. Juli kam der Eintrag von dir, Lorena, auf der Alp Schreier. Erste Mal Sichtung der Einzelwolf, der dich beim Zäunen beobachtet hat. Dann am 10. Juli wurde ja ein kranker Wolf in einem Garten in Valenz entnommen, der sich dort aufgehalten hat. Der musste dort abgeschossen werden. Am 4. August plötzlich, ich war in der Hütte, sind die Rinder in einem Schuss zu meiner Hütte gerannt gekommen. Ich bin dann so schnell wie möglich mit der Taschenlampe rausgerannt und habe dann den Wolf hinter meinen ausgewachsenen dreijährigen Rindern gesehen, wie er sie verfolgt hat. Ich habe den Wolf dann mit dem Stecken vertrieben. Heute sind jetzt die neuesten Zahlen rausgegeben worden. Da wird gelobt, trotz mehr Wölfen haben wir weniger Risse in der ganzen Schweiz. Aber wie gesagt, das ist nur die halbe Wahrheit. Da ist nicht eingerechnet die Alpen, die früher abgealpt haben, die vorher vorzeitig entladen worden sind wegen dem Wolf. Und das sind etliche Alpen in der ganzen Schweiz. Und wie gesagt, wenn die Tiere nicht reguliert werden und das so weitergeht mit dem exponentiellen Wachstum, ja, dann sehe ich schwarz. Die Schweizer Politik hat nun reagiert. 2/3 der Wölfe sollen zum Abschuss freigegeben werden. Und Lorena ist nun wieder zu Hause im Tal. Ja, ich bin sicherlich froh, ja. Auch ist es hier ein bisschen entspannter. Ich habe die Wölfe nicht vor der Haustüre. Jedoch vermisse ich den Alpalltag sehr und meine Kühe natürlich auch. Und Lorena hat eine Entscheidung getroffen, die nicht leicht gefallen ist. Nein, den nächsten Sommer werde ich nicht mehr auf die Alp gehen. Ich nehme diesen Aufwand und dieses Risiko nicht mehr auf mich, weil ich denke, nächstes Jahr wird es sicherlich nicht besser kommen und nur noch schlimmer.